Unterschied zum liturgischen Orgelspiel, das sich hauptsächlich mit der Orgelmusik im Gottesdienst befasst, gibt es auch noch Unterricht im Fach künstlerisches Orgelspiel, in dem man sich hauptsächlich damit befasst, Literaturstücke zu interpretieren, zum Beispiel Orgelwerke von Johann Sebastian Bach oder Felix Mendelssohn Bartholdy. Interessant am Unterricht ist vor allem, dass man nicht nur Hinweise zur Technik bekommt, sondern auch methodische Hinweise, wie man also beim Üben am besten vorgeht, um möglichst schnell möglichst gute Resultate zu erzielen. Ich glaube, diese Betonung kann man nur realisieren, wenn wirklich... Dann sind sie eigentlich so verschmolzen und nichts Besonderes. Nee. Ja, genau. Die Heidelberger Hochschule für Kirchenmusik ist mit sehr guten Übmöglichkeiten ausgestattet. Sie verfügt über etliche kleinere und größere Orgeln im Gebäude der Hochschule, die jeder Student mit 20 Übstunden pro Woche nutzen kann, was im Vergleich der Hochschulen sehr viel ist. Außerdem stehen uns auch etliche Orgeln der Region zur Verfügung, zum Beispiel die jetzt neu gemachte Walker-Orgel der Christuskirche in Heidelberg oder auch die Steinmeier-Lenter-Orgel der Heilig-Geist-Kirche in Heidelberg oder zum Beispiel auch die Orgel der Christuskirche in Mannheim oder der Peterskirche in Weinheim. Was tun? Wir haben das Problem der Durchhörbarkeit in der Akustik und mit der nicht sehr deutlichen Traktur. Die besondere Attraktivität unserer Hochschule resultiert aus der Zusammensetzung ihrer Dozentenschaft. Martin Sander ist der zuständige Professor für das künstlerische Orgelspiel. Sein Unterricht ist bei uns sehr nachgefragt. Er organisiert darüber hinaus Konzertreihen für die Studierenden und ist auch selbst nicht nur im Ausland, sondern auch hier in Heidelberg an der Orgel oft zu hören.